Autofahren mit Kindern ist für viele Eltern eine Herausforderung. Nicht nur wegen der gähnenden Langeweile, sondern auch wegen der Reiseübelkeit, die lange Autofahrten bei vielen Kindern auslöst. Die sogenannte Kinetose tritt vor allem im Alter zwischen 2 und 12 Jahren auf. In dieser Altersgruppe kann das Gehirn die unterschiedlichen Sinnesreize, denen es bei einer Autofahrt ausgesetzt ist, nicht so einfach verarbeiten. Die Augen signalisieren, dass man sich in Bewegung befindet. Das Innenohr aber, als Gleichgewichtsorgan, gibt zu verstehen, dass man sitzen würde, sich also nicht bewegt. Das kann zu Übelkeit, Schweißausbrüchen, Schwindel oder Müdigkeit führen, den klassischen Symptomen der Reisekrankheit. In der Regel aber verwächst sich die Kinetose. Bis dahin kann man seinem Kind lange Fahrten erleichtern. Hier kommen Tipps. Erstens, sitzt das Kind vorne, also auf dem Beifahrersitz, kann es in Fahrtrichtung schauen. Das senkt das Risiko von Reiseübelkeit. Zweitens, eine Kinetose tritt seltener auf, wenn die Temperatur im Auto konstant kühl gehalten wird. Drittens, Snacks wie Obst, Gemüse oder Cracker helfen, den Blutzuckerspiegel konstant oben zu halten. Ist der Wert zu niedrig, kann das zu Übelkeit führen. Viertens, Medikamente oder Kaugummis gegen Übelkeit können auch helfen. Sprecht dazu mit eurem Kinderarzt oder eurer Kinderärztin.